Wenn es in den USA Deutsche gibt, die sehr bekannt sind, dann ist das schon eine gewisse Leistung. Also Boris Becker, würde ich mal sagen, kennt in den USA praktisch jeder, Steffi Graf auch. Aber da gibt es eine Frau, wenn man deren Namen sagt, dann leuchten die Augen der Amerikaner seit mittlerweile 30 Jahren. Das ist auch eine Leistung für sich. Zurzeit ist sie auf Deutschlandbesuch. Herzlich willkommen, Elke Sommer. Hallo. Hallo. Vorsicht. Soll ich helfen? Oder geht das? So muss ich sagen, ist bei uns auch noch nie jemand reingekommen. Das traut sich auch nicht jeder. Was ist passiert? Ja, ich bin einem sehr gut platzierten Lob hinterher gerannt beim Tennisspielen und habe mich in die Luft gehechtet. Dachte, ich muss es ja auch als unseren deutschen Größen nachmachen und bin eingeknickt mit dem rechten Knie und habe das Innenband angerissen und Kreuzband überdehnt und Meniskus verletzt. Jetzt haben wir. Das ist übrigens der Doktor, der uns hier anlacht. Aha, immerhin. Ja. Und das Signatur. Hält jetzt wie lange in etwa vor? Jo, mindestens 4 Wochen und dann muss er noch mal nachschauen und dann werden wir sehen. Aha. Jetzt gibt es von Ihnen Memoiren, sagt man ja in Ihrem Alter noch nicht, sondern es ist eine autobiografische Zwischenbilanz, ja. Wie ich dem Buch entnommen habe. Und da heißt es hinten im Klappentext, der Satz, den ich in meinem Leben vorwiegend gehört habe, war und ist, Frau Sommer, Sie sind ja ganz anders, als ich dachte. Ja. Was glauben Sie denn, was ich denke, wie Sie sind und dann aber vielleicht doch nicht? Ja, ich glaube, dass jeder sich eine vorgefasste Meinung gebildet hat von einem Menschen, den er nur aus der Öffentlichkeit her kennt. Und besonders in der Zeit, in der ich anfing, in den Anfang 60er Jahren. Jo, da ich meine, ich habe den Job überhaupt nur angefangen, weil ich für die erste Rolle Geld bekam und ich war auf dem humanistischen Gymnasium, wollte eigentlich studieren. Und habe aus reiner Raffgier eigentlich den ersten Film angenommen, weil man mir 5.000 Mark anbot. Wusste also nicht, was ich tat, wollte auch nie Schauspielerin werden. Nichts hätte mich da zu der Zeit weniger interessiert. Und wurde dann von Anfang an natürlich in eine Schublade gesteckt, was natürlich auch teilweise meine Schuld war. Aber ich meine, zu der Zeit brauchte man wahrscheinlich irgendjemand, der so aussah wie ich. Oder ich war ja immer wahnsinnig naiv und kindlich, noch bis ins hohe Alter. Ich bin heute noch nicht ganz erwachsen, glaube ich. Tja, und dann, was Sie glauben würden, Günther, weiß ich nicht. Denn ich verstehe mich mit jungen Leuten sehr, sehr gut. Ich verstehe junge Leute, die verstehen mich viel besser als mittelalterliche oder ältere. Also zumindest einige Thesen in Ihrem Buch haben mich auch sehr interessiert. Sie sagen da zum Beispiel, Sie halten die Ehe für eine überholte Form des Zusammenlebens. Für meine spätere Autobiografie wäre das hochinteressant, dass Sie mir das mal erläutern. Das ist teilweise nicht richtig. Ich finde die Ehe eine gute Institution, wenn man Kinder hat, wenn man wirklich, wie ich meine, wir leben heute ganz anders als meine Eltern zum Beispiel. Meine Mutti kannte nur meinen Vati und mein Vati starb dann und das war der einzige Mann in ihrem Leben. Ich bin seit 10 Jahren von meinem Mann getrennt. Wir sind die besten Freunde, aber wir konnten nicht mehr als Mann und Frau zusammenleben. Ich würde heute, glaube ich, nicht mehr heiraten. Jetzt nicht mehr oder auch, wenn Sie 20 wären, nicht mehr? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich kann es nicht beurteilen, wenn ich noch mal 20 wäre, würde ich sicher noch heiraten. Weil also Sie würden nicht grundsätzlich sagen, dass Sie jedem Jüngeren sagen würden, oh nein, um Gottes Willen, heirate nicht. Nein, im Gegenteil, heiratet alle. Wollt schon sehen. Nein, gar nicht. Nur in meinem Alter und heutzutage, ich meine, ich habe meinen Lebensgefährten und ich bin ihm genauso zugetan, ich habe ihn genauso lieb, wie ich ihn lieb hätte, wenn ich jetzt ein Stück Papier hätte oder verheiratet wäre. Ihr Verlag hat Sie selbst einen Fragebogen entwickeln lassen, wo Sie sich selbst die Fragen stellen durften. Und da haben Sie gefragt, das Fernsehen stellt Ihnen 5 Minuten Sendezeit zur Verfügung. Was tun Sie? Und dann durften Sie selbst auch darauf antworten. Dann haben Sie gesagt, schmieren Reporter namentlich anprangern. Mhm. Ich behaupte mal, und die 5 Minuten haben wir jetzt noch, das trauen Sie sich hier nicht. Nein, aber was ich mich traue, ist Folgendes. Ich glaube, es interessiert unser Publikum zu Hause und auch unser Publikum hier im Studio. Es gibt hier eine gewisse Zeitschrift, die früher mal ganz gut war. Und einer der Herren Redakteure mag mich nicht. Das soll passieren. Ich meine, es ist sein gutes Recht. Und schrieb einen Artikel, weil ich jetzt auch noch male, ich male, seit ich 4 Jahre alt bin, weil ich jetzt auch noch das Buch geschrieben habe, weil ich Schauspielere, Theaterspiele und Filme mache und sagt, ja, Elke, um Himmels Willen, auch das noch, hör mal auf, Mädchen. Ich habe 2 Häuser zu ernähren, 2 Familien zu ernähren. Ich habe 2 Häuser zu unterhalten.
Ich arbeite sehr viel in meinem Leben, habe immer sehr viel gearbeitet, hatte immer sehr viel Verantwortung, selbst als ganz junger Mensch, ja. Diese selbe Zeitschrift, die sagt, na, aber Elke, jetzt ist aber genug, ja, auch noch malen und dann auch noch das, um Himmels Willen. Diese gleiche Zeitschrift hatte eine wunderschöne Titelseite und verglorifizierte fast die Frauen, die nach einem Jahr Ehe so und so viele Millionen von ihren geschiedenen Männern bekamen. Ja, ich meine, für mich ist es ähnlich, da kannst du dich genauso gut also auf die Straße stehen und 100 Mark dafür nehmen. Aha. Das ist etwas hart ausgedrückt, aber ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die rein wegen des Geldes heiraten. Ich habe immer alles aus Liebe gemacht und aus mir raus, aus meiner Seele und meinem Herzen raus. Ja? Und da ich nun nicht keinen Mann habe, keiner meiner beiden Männer war jemals reich oder wird jemals reich sein, ist mir auch vollkommen wurscht im Grunde genommen, muss ich eben selber arbeiten und mache das mit großem Enthusiasmus und großer Freude. Zwischenzeitlich hieß es mal, dass Sie von sich gesagt haben, ich bereue, die 60er Jahre nicht miterlebt zu haben. Also, kannst du was sagen, Sie sehen so jung aus, als ob Sie die nicht hätten miterleben können. Aber habe ich dann doch jetzt, habe ich doch irgendwie meine Zweifel. Die haben Sie doch also hautnah im wahrsten Sinne des Wortes miterlebt. Ich habe sie hautnah miterlebt, aber ich war so jung und so naiv und so nur in die Arbeit gestürzt worden, dass ich wirklich die 60er Jahre, dass die an mir spurlos vorbeigegangen sind. Also nicht spurlos, sicher physiognomisch Spuren hinterlassen haben, aber ich habe sie nicht bewusst erlebt. Und das ist das Schöne, wenn man älter wird, das ist euch allen Jungen, die ihr seid und zu Hause seid. Man lebt bewusster, wenn man älter wird. Wenn ich heute ein Glas Wein trinke oder mit Freunden ausgehe oder einfach nur Spaß mache oder an den Strand gehe oder ins Meer raus schwimme, mache ich das total bewusst und das ist schön. Ich habe die 60er Jahre nicht verstanden, ich habe sie nicht gelebt. Die sind für mich wie eine Dekade, die nicht existierte, leider. Elke Sommer, vielen Dank fürs Kommen und wir wünschen Ihnen, dass Sie die 90er Jahre ganz bewusst erleben und alle Jahrzehnte, die danach kommen. Ich hoffe es, danke. Danke herzlich. Danke schön. Danke schön. Oh, sehr schön. Wunderschön. Danke. So.